Unser Anfang geschehe im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem Gottesdienst am Sonntag Palmarum oder wie es hier vorne steht, am Palmsonntag. Der Hinweis auf die Leinwand ist auch deshalb gegeben. Vielleicht überlegen Sie sich noch Ihren Sitzplatz. Wir werden die Leinwand heute sehr oft brauchen. Das heißt, sie begleitet uns den gesamten Gottesdienst. Und von daher ist es sicherlich angebracht, wenn Leute aus dem Seitenschiff eher in die Mitte rücken. Und das vielleicht auch nicht zu weit hinten, damit man das ein oder andere auch lesen kann. Zum Beispiel das Lied, das wir nachher mit der Gitarre singen werden, das nicht im Gesangbuch ist. Der heutige Sonntag, der hat seinen Namen anders als die übrigen Sonntage in der Passionszeit, nicht vom Beginn des lateinischen Eingangspsalms, sondern vom Evangelium her. Wir beginnen mit dem heutigen Sonntag die Karwoche. Am Sonntag vor seinem Leiden und Sterben ist der Herr Christus in Jerusalem eingezogen und wir werden dieses Evangelium heute hören. Überhaupt werden wir heute nur Evangelium hören. Der Gottesdienstablauf ist heute mal komplett anders, als wir es sonst gewohnt sind. Sie sehen schon zwei unterschiedliche oder andere Nummern als gewöhnlich an der Liedtafel. Wir werden das Vorbereitungsgebet anstelle der Seite 12 heute von der Seite 11 lesen und beten. Und anstelle des Introitus, der gesungen wird, werden wir heute im Wechsel den Psalm Nummer 608 aus dem Gesangbuch sprechen. Abgesehen von der Evangeliumslesung ganz am Anfang des Gottesdienstes möchte ich Sie bitten, bei den Lesungen trotzdem sitzend zu bleiben, weil hin und wieder auch dann hier auf der Leinwand Bilder erscheinen, passend zu den Lesungen. Wir wollen, wie es hier vorne als Thema steht, in diesem Gottesdienst Jesus begleiten durch die Karwoche. Das heißt, ich habe für die verschiedenen Tage Lesungen herausgesucht. Es ist erstaunlich, was allein in der letzten Lebenswoche, bevor Jesus am Kreuz gestorben ist, alles geschehen ist und in der Bibel berichtet wird. Und ich habe einen Teil der Lesungen herausgesucht, sodass wir für jeden Tag einen Abschnitt haben. Und ich werde eine kurze Auslegung anfügen und dann singen wir ein Lied. So ist der Ablauf des Gottesdienstes geplant. Der Herr segne nun diesen Gottesdienst an unser aller Herzen. Amen. Thank you.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Gott, unser himmlischer Vater, hat uns in der heiligen Taufe um Christi willen als seine Kinder angenommen und uns durch seinen Geist neues Leben geschenkt. Wir aber haben oft gesündigt, seinen Geist betrübt und das neue Leben verleugnet. Darum bekennen wir unsere Schuld und bitten, Gott, sei uns Sündern gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Nimm von uns, Herr, unsere Sünde und verleihe uns, dass wir mit reinen Herzen und Lippen diesen Gottesdienst feiern und dich preisen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Herr Gott, Christus, Herr Gott, der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast deinen Sohn um unsertwillen Mensch werden und das Kreuz erleiden lassen. Hilf uns in deiner Gnade, dass wir seiner Geduld nachfolgen und teilhaben an seiner Auferstehung. Durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hört das Evangelium des heutigen Sonntags aus Matthäus 21, die Verse 1 bis 9. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Gelobt seist du, Herr Jesus. Lob sei dir, o Christi.
in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Liebe Gemeinde, nach der Geburt des Herrn Jesus damals in Bethlehem, da kamen Weise nach Jerusalem, weil sie vermuteten, dort den neugeborenen König zu finden. Als sie aber dahin kamen und nach dem König suchten, da erschrak Herodes und es erschraken die Bewohner Jerusalems. Herodes erschrak, weil er Angst hatte um seinen Thron. Und die Bewohner Jerusalems, die erschraken, weil sie wussten, dass Herodes alles tun würde, was in seiner Macht steht, um diesen Kontrahenten, den neuen König, auszuschalten. Sie kannten seine blutige Vergangenheit. Sie wussten, dass er 29 vor Christus seine Ehefrau und ein Jahr später seinen Schwager hatte hinrichten lassen, um sie aus dem Weg zu räumen, weil sie ihm den Thron streitig machten oder dafür sorgen wollten, dass ein anderer auf den Thron kommt. Und wir wissen, dass die Bewohner Jerusalems mit ihrer Befürchtung recht hatten. Denn Herodes der Große, der von 73 bis 4 vor Christus lebte, der tat wirklich alles, um Jesus Christus, den neugeborenen König der Juden, aus dem Weg zu räumen. Rund 30 Jahre waren vergangen, bevor Jesus feierlich in Jerusalem einzieht und als König verehrt wird. Bis dahin wird er nur ein einziges Mal als König angeredet, nämlich von Nathanael. Der sagt: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Das ist die einzige Stelle, in der Jesus als König angesprochen wird, bevor er dann kurz vor seinem Leiden und Sterben in Jerusalem einzieht und als König verehrt wird. Aber schon vor seiner Geburt wird er vom Engel Gabriel gegenüber Maria als König von Israel mit den Worten angezeigt: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Wir wollen nun von diesem einzigartigen König singen. Den Text dieses Liedes finden Sie hier vorne an der Leinwand, und ich werde das Lied mit Gitarre begleiten. Thank you.
kommen zum Montag in der letzten Woche unseres Heilandes vor seinem Sterben und hören Gottes Wort aus Matthäus 21. Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb heraus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna, dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm: Hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen: Ja, habt ihr nie gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Und Jesus ging in den Tempel hinein, heißt es. Was heißt das praktisch? Nun, bevor man in den Bereich des Tempels gehen konnte, musste man sich hier vorne in diesen Räumen einer Waschung unterziehen, einer rituellen Reinigung. Dann aber führte Jesu Weg genau wie der aller Besucher des Tempels über eine große Freitreppe hinein durch ein Tor. Und im Anschluss an dieses Tor folgte ein Tunnelweg. Und dieser Tunnel, der endete genau im großen Vorplatz, der auch für die Heiden, für die Besucher des Tempels zugänglich waren, die nicht zum Volk Israel gehörten. Und in diesem Bereich, und zwar hier vorne, wo der Pfeil ist, da befanden sich die Stände der Wechsler und der Händler. Sie sehen hier einen Plan, einen Grundriss vom Tempel des Herodes, wie er zur Zeit Jesu stand. Und da man es von hinten nicht lesen kann, will ich es kurz erklären. Dieses hellere Grün, das, was hier um den gesamten Bereich herum geht, das war der gesamte Bereich, der von Gästen des Tempels betreten werden konnte, auch von Touristen, die also nicht zum Volk Israel gehört. Der dunklere grüne Bereich wiederum, der war abgezäunt und es gab nur wenige Zugänge dafür. Der durfte nur betreten werden von den Juden, und zwar von Männern und Frauen. Man ging dann hier hindurch und betrat den Bereich, der gerade noch für die Frauen erlaubt war. Das war der sogenannte Vorhof der Frauen. Dahinter befand sich der Bereich der Männer und das ist der Bereich, in den nur noch die Priester hinein durften. Erst dahinter steht dann hier violett gezeichnet dieser große Prachtbau des Tempels, in den nur die Leviten und in den hinteren Bereich, das Allerheiligste, auch nur der hohe Priester einmal im Jahr hineingehen durfte, nämlich am großen Versöhnungstag. Und die Geschichte, die wir gerade hörten, in der also Jesus die Händler heraustreibt, die trug sich hier in dieser Ecke zu. Einem Bereich, in dem also die Heiden, die Besucher, durchaus Zugang hatten. Jesus stürzt dort also die Tische um und er sorgt dafür, dass die Tauben freikommen. Aber was bezweckt er eigentlich damit? Will er für Ruhe sorgen? Nun, wirklich ruhig wird es in dieser Zeit im Tempel nicht gewesen sein. Warum? Es war die Woche vor dem großen Passafest und zum Passa mussten alle männlichen Juden aus ganz Judäa und aus Galiläa und aus den Gebieten ringsherum zum Tempel pilgern. Wir können uns vorstellen, welche Massen an Menschen zu dieser Zeit im Bereich des Tempels unterwegs waren. Sie alle brachten dort ihre Opfer dar. Jesus
Der will also nicht unbedingt zuerst für Ruhe sorgen, sondern er weiß, dass die meisten Leute, die da kommen, um zum Passafest zu gehen, nur noch rein äußerlich ein Ritual abstatten. Das heißt, sie ziehen nach Jerusalem, sie kommen zum Tempel, sie kaufen dort vielleicht noch im Vorhof der Heiden die geforderten Opfergaben oder wechseln ihr Geld in den Tempelgroschen, um dann ihrer Pflicht Genüge zu tun. Jesus aber ist ein Herzenskenner und er weiß, dass die meisten Leute, die da versammelt sind, überhaupt nicht mehr mit dem Herzen bei der Sache sind. Und das ist es, wogegen Jesus sich hier wendet. Sie sind nur noch äußerlich da und es fehlt ihnen das bußfertige Herz. Dagegen wendet er sich. Er will wachrütteln. Er will die Leute zur Umkehr rufen mit seinem Handeln. Auch wir kommen zum Gottesdienst zusammen. Jesus will uns hier trösten, indem er uns nicht nur unsere Schuld erkennen lässt als solche, sondern indem er uns einlädt, sie uns abzunehmen. Er macht uns der Vergebung der Sünden ganz gewiss. Das wollen wir nicht vergessen, wenn wir zum Gottesdienst kommen. Was würde wohl Jesus bei uns umstoßen und uns wegnehmen? Vielleicht das Handy? Im Tempel heilte Jesus gerade auch an diesem Tag in der Karwoche noch einmal Kranke und Lahme, die zu ihm kamen. Uns will er in jedem Gottesdienst heilen, gesund machen von einer Krankheit, die nicht zum irdischen Tod, wohl aber zum ewigen führt. Dafür wollen wir ihm in dem Gesang der Kinder im Tempel einstimmend mit zurufen: Hosianna, dem Sohn Davids. Und dieser Ruf im Griechischen, der bedeutete wohl eher ein Sei gesegnet, du Sohn Davids. Es war also ein Jubel und ein Dankruf. Und wir wollen Gott jetzt auch mit dem nächsten Lied loben, preisen und ihm danken.
Wir begleiten Jesus weiter in der Karwoche und sind am Dienstag angekommen. Und wir hören Gottes Wort aus Matthäus 23, die Verse 37 bis 39. Jesus spricht: Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht: Gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Blickst du auch manchmal neidisch zurück auf die Zeit, in der Jesus sichtbar über diese Erde ging? Mir geht es manchmal so, ich ertappe mich dabei, dass ich denke, schade, dass ich 2000 Jahre zu spät geboren bin. Denn die Leute damals, die konnten Jesus sehen. Sie konnten sehen, wie er ist und wie er lebt. Sie konnten seine Wunder wahrnehmen und sie konnten aus seinem Mund Gottes Wort hören. Jesu Worte, die er beim Blick auf Jerusalem äußert und die wir gerade hörten, die er also in der Woche vor seinem Leiden und Sterben sprach, die wollen meine und vielleicht auch deine Gedanken wieder zurechtrücken. Offenbar war es doch nicht für so viele viel leichter, in Jesus Christus, den Sohn Gottes, zu erkennen und ihn als Messias anzubeten, als für uns heute. Jesus sprach ganz viel, gerade mit denen, die zur Oberschicht, zur Führung unter den Juden zählten. Gerade sie hatte er in den letzten 3 Jahren immer wieder versucht einzuladen und ihnen zu zeigen, wer er ist, dass er der Messias ist, der gekommen ist, um für sie und für alle Menschen den Himmel wieder zu öffnen. Er war ihnen mit seinen Worten nachgegangen, auch und ganz besonders an diesem Dienstag, als er im Tempel war. Den ganzen Dienstag über hatte er gepredigt und er war doch sehr traurig geworden, weil man ihm offenbar nicht zuhörte und in ihm den nicht erkannte. Wie drastisch sind die Worte seiner Enttäuschung. Ihr habt nicht gewollt. Erkennen wir etwas? Den Menschen ist es damals wohl offenbar wirklich nicht leichter gefallen, in Jesus den Sohn Gottes zu erkennen. Sie erwarteten von dem angekündigten Messias nämlich etwas ganz anderes. Sie erwarteten, dass er gegen die Römer vorginge, dass er sie aus dem Land vertriebe, dass er Judäa und Jerusalem wieder zum alten Glanz bringen würde. Doch sie fanden in Jesus genau das nicht. Er schien sich nicht darum zu kümmern, dass die Römer da im Land waren. An diesem Dienstag, da wurde ihm eine Falle gestellt und er wurde gefragt, ob es recht ist, dass man dem Kaiser Steuern zahlt. Was tut er? Er lässt sich eine Münze geben und verweist darauf, dass man Gott geben soll, was ihm gebührt, und so auch dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt. Auch wir werden von Jesus täglich eingeladen, allein oder in der Familie sein Wort zu hören und zu bedenken, so wie er damals in Jerusalem die Führerschaft und alle Juden eingeladen hatte, zu sich zu kommen, auf ihn zu hören. In Andacht und Bibelstunden, in Gottesdiensten und Jugendstunden möchte er uns zurechthelfen. Er lädt uns ein, ihm unsere Schuld zu übergeben, nachdem wir sie erkannt und ehrlich bereut haben. Er will uns im heiligen Abendmahl stärken. Er will uns die Vergebung ganz gewiss machen. Er will uns auch in der Gemeinschaft, der Gemeinde trösten und uns zeigen, dass wir nicht allein sind. Jesus vergleicht seine Bemühungen damals in Jerusalem mit einer
Henne, einer Glucke, die ihre Flügel um die Küken drumherum legt und sie beschützt. Wann tut die Henne das? Dann, wenn Gefahr für die Jungen da ist. Wenn der Habicht etwa kommt, dann versammelt die Henne ihre Küken unter ihren Flügeln, um sie zu schützen. Und so will der Herr Christus uns versammeln und uns schützen. Er will uns schützen, besonders im Kampf gegen unsere großen drei Feinde, den Teufel, die Welt, aber auch gegen unseren alten Menschen in uns. Wie oft musste Jesus wohl in der Vergangenheit über uns sagen, und du hast nicht gewollt? Bedenken wir, was Jesus über Jerusalem sagt, indem er das Alte Testament zitiert. Siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Im Jahr 70 nach Christus ist genau das geschehen. Die Römer sind über Jerusalem hergefallen, haben die Stadt dem Erdboden gleichgemacht und selbst diesen großen, prächtigen Tempel, der zum Teil aus riesengroßen Steinen gebaut war, der vergoldet war, den haben sie zerstört. Am vergangenen Dienstag war ich mit den Konfirmanden in einer Ausstellung und da wurde uns berichtet, dass in dieser Zeit, als der Tempel zerstört worden war, der Goldpreis auf dem Weltmarkt gesunken war, weil plötzlich Gold in Hülle und Fülle vorhanden war, nämlich das Gold, das geschmolzen war bei der Zerstörung des Tempels. Die Römer waren Werkzeuge in Gottes Hand. Wie früher schon die Babylonier und die Assyrer. Auch für uns gilt Gottes ernste Mahnung, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wir begleiten Jesus weiter durch die Karwoche und sind am Mittwoch angekommen und hören Gottes Wort aus Matthäus 26. Als nun Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, trat zu ihm eine Frau, die hatte ein Glas mit kostbarem Salböl und goss es auf sein Haupt, als er zu Tisch saß. Als das die Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Wozu diese Vergeudung? Es hätte teuer verkauft und das Geld den Armen gegeben werden können.
Als Jesus das merkte, sprach er zu ihnen: Was betrübt ihr die Frau? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn Arme habt ihr allezeit bei euch, mich aber habt ihr nicht allezeit. Dass sie das Öl auf meinen Leib gegossen hat, das hat sie für mein Begräbnis getan. Wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Da ging einer von den Zwölfen mit Namen Judas Iskariot hin zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlänge. Und von da an suchte er eine Gelegenheit, dass er ihn verriete. Wie unterschiedlich kann man doch auf Jesus und sein Wirken und sein Reden reagieren. Eine Frau war bereit, ganz viel zu opfern. Kostbarstes Öl hatte sie gekauft, um es Jesus zugutekommen zu lassen. Dankbar für seine Liebe, für seine Hilfe, für die Vergebung, die sie erfahren hat, salbt sie ihn. Die eigenen Jünger, die verstehen nicht, was die Frau tut. Sie beschweren sich darüber, sie wollten doch lieber, dass das Öl verkauft worden wäre und das Geld den Armen gegeben. Sie halten es für Verschwendung, was die Frau an Jesus tut. Besonders Judas hatte ein großes Problem damit. Er war nicht nur der Kassenwart der Jünger, sondern er hing offenbar mit seinem Herzen sehr am Geld. Er übertrat damit das erste Gebot, in dem Gott unser ungeteiltes Herz fordert. Doch es kam noch schlimmer. Judas wollte wenigstens etwas Geld bekommen und verrät den Mann, von dem er so bitter enttäuscht war, weil er eben so ganz anders war, als er sich den Messias vorgestellt hatte. Er hatte nicht erkannt, dass Jesus gekommen war, um auch für seine Schuld zu sterben. Überlege einmal, wie du Gott und deinem Heiland Jesus Christus für seinen Liebesdienst danken kannst, den er dir tut und erweist. Jesus ist ja nicht um seiner selbst willen durch Leiden und Sterben gegangen, sondern für dich und für mich hat er sich in die Hände der Römer gegeben und hat sich ans Kreuz schlagen lassen. Was ist dir das Geschenk der Vergebung und des offenen Himmels wert? Und welchen Stellenwert haben Geld, Besitz oder Intelligenz für dich? Jesus sagt einmal: Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Weder unser Besitz, noch unser Wissen oder unsere Klugheit, noch unsere Leistung können uns auch nur ein Stück weit in den Himmel verhelfen und ewiges Leben ermöglichen. Aber Jesus, der hat es durch seinen Tod am Kreuz erkauft, mit seinem Leben bezahlt, und er will es dir schenken, ewig bei ihm in der Herrlichkeit zu sein.
Wir begleiten Jesus in der Karwoche und sind am Gründonnerstag angekommen und hören Gottes Wort aus Matthäus 26. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Und der Verräter hatte ihn ein Zeichen genannt und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist, den ergreift. Und alsbald trat zu Jesus er und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, mein Freund, dazu bist du gekommen. Da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus und zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schickte? Wie würde dann aber die Schrift erfüllt werden, dass es so geschehen muss? Zu der Stunde sprach Jesus zu der Schar, ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen, mich zu fangen. Habe ich doch täglich im Tempel gesessen und gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber das ist alles geschehen, damit erfüllt würden die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Jesus ist mit den 11 übrig gebliebenen Jüngern im Garten Gethsemane. Kurz zuvor hatte er ihnen allen die Füße gewaschen, er hatte mit ihnen das Passa gehalten und er hatte das heilige Abendmahl eingesetzt. Schon dabei hatte er angekündigt, dass einer unter ihnen sei, der ihn verraten würde. Und er hatte ihnen gesagt, dass in dieser Nacht sich alle an ihm ärgern, ja, alle an ihm Anstoß nehmen würden. Zwischen dem Garten Gethsemane, in dem Jesus mittlerweile mit den 11 Jüngern war, und der Stadt Jerusalem liegt das Kidrontal. Und von der Stelle aus, an der Jesus mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane saß, da hatte er einen wunderbaren Blick auf Jerusalem und besonders auch auf die Ostmauer des Tempels und den Tempel selber. Nachdem Jesus seinen Vater im Gebet dreimal gesagt hatte, ist es möglich, so nimm diesen Kelch des Leidens von mir, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe, kam Judas mit den Soldaten, um Jesus auszuliefern. Obwohl sich Judas innerlich schon von Jesus vollkommen gelöst hatte, nennt er ihn doch noch Meister, Rabbi. Er scheint freundlich gesonnen zu sein, doch der Schein trügt. Jesus weiß das. Er ist der Herzenskenner. Und darum spricht er zu ihm, mein Freund, dazu bist du gekommen? Noch einmal lädt ihn Jesus ein, mit seiner Schuld umzukehren. Er weiß, Jesus wird jetzt weggeführt werden. Und es muss alles geschehen werden, was geschrieben ist von den Propheten. Aber er möchte noch einmal Judas zur Umkehr rufen, weil er auch für ihn gestorben sein möchte dann. Und er möchte ihm die Schuld abnehmen. Auch für ihn will er Erlösung bringen. So handelt Jesus noch heute, auch an mir und dir. Selbst wenn wir uns einmal von ihm ganz verabschiedet haben und ihm ganz den Rücken zugekehrt hatten, er geht uns immer wieder nach und wartet sehnsüchtig darauf, dass wir umkehren zu ihm und uns von ihm retten lassen. Denn das will er tun. Er will dich retten. Darum verbietet er auch dem Petrus im Garten Gethsemane bei der Festnahme, ihn zu verteidigen. Im Gehorsam ist er bereit, den Weg bis zum bitteren Ende zu gehen, am Kreuz zu sterben, den Kelch des Leidens gern und ganz auszutrinken, damit wir nicht ewig leiden müssen.
All das will er dir schenken und darum lädt er dich immer wieder ein zur Umkehr zu ihm. Es ist der Karfreitag und wir hören Gottes Wort aus Matthäus 27. Am Morgen aber fassten alle hohen Priester und die Ältesten des Volkes den Beschluss über Jesus, ihn zu töten. Und sie banden ihn, führten ihn ab und überantworteten ihm den Statthalter Pilatus. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten zurück und sprach: Ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen: Was geht uns das an? Da sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging fort und erhängte sich. Aber die hohen Priester und nahmen die Silberlinge und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir sie in den Gotteskasten legen, denn es ist Blutgeld. Sie beschlossen aber, den Töpferacker davon zu kaufen, zum Begräbnis für Fremde. Daher heißt dieser Acker Blutacker bis auf den heutigen Tag. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht: Sie haben die 30 Silberlinge genommen, den Preis für den Verkauften, der geschätzt wurde bei den Israeliten. Und sie haben das Geld für den Töpferacker gegeben, wie mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stand vor dem Statthalter. Und der Statthalter fragte ihn und sprach: Bist du der König der Juden? Jesus aber sprach: Du sagst es. Und als er von den hohen Priestern und Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort, sodass sich der Statthalter sehr verwunderte. Zum Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas.
Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Da fing der Statthalter an und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen von den beiden soll ich euch geben? Sie sprachen: Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesus, von dem gesagt ist, er sei der Christus? Sie sprachen alle: Lass ihn kreuzigen. Er aber sagte: Was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr: Lass ihn kreuzigen. Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an seinem Blut, seht ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Da gab er ihnen Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde. Man kann nicht sagen, dass Judas seine Schuld nicht eingesehen und bereut hätte. Als er merkte, was aus dem Verrat wurde, nämlich, dass Jesus zum Tode verurteilt werden würde, da tat es ihm im Herzen weh, was er getan hatte. Er bereute sehr seine Schuld und er hätte alles getan, um sie rückgängig zu machen. Wir finden bei ihm ehrliche Reue über seine Sünde. Wir finden sogar den Wunsch bei ihm zur Umkehr. Das sind die zwei wichtigen Bestandteile für Buße. Aber der wichtigste Teil der Buße fehlte ihm. Obwohl Jesus noch im Garten Gethsemane ihm gezeigt hatte, dass er mit ausgestreckten Armen für ihn da ist. Ich will auch dich retten, ich will auch dir helfen. Meinte Judas Iskariot, dass seine Schuld zu groß sei, als dass ihm vergeben werden könnte. Und er ging hin und er hängte sich. Und er irrte sich doch zutiefst. Wenn du meinst, dass deine Schuld zu groß sei, als dass sie dir von Jesus vergeben werden könnte, dann irrst du dich genauso wie damals der Judas. Was meinst du, warum sich Jesus von seinen Volksgenossen hatte ans Messer liefern lassen? Warum war er bereit, diesen Weg bis zu Ende zu gehen? Warum ließ er sich im Garten Gethsemane festnehmen und äußerte hier kein Wort vor Pilatus, als man ihn beschuldigte? All das tat er aus Liebe zu dir. Die Menschen wählten lieber das Geld oder den Verbrecher Barabbas wie damals die Juden. Doch Jesus, der liebte diese Welt so sehr, dass er sich selbst hingab für sie, dass er für sie leiden und sterben wollte. Und noch immer wird seine Liebeszart mit Füßen getreten und wollen die Leute davon nichts wissen. Und doch lädt dich Jesus immer wieder ein zu sich, weil er auch für deine Sünden hier am Kreuz gestorben ist, sein Leben gelassen hat. Thank you.
Jesus ist gestorben. Aber die Woche ist noch nicht zu Ende. Auf den Karfreitag folgt der Karsamstag. Und wir hören Gottes Wort aus Matthäus 27. Am nächsten Tag, der auf den Rüsttag folgt, kamen die hohen Priester mit den Pharisäern zu Pilatus und sprachen: Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte: Ich will nach 3 Tagen auferstehen. Darum befiehl, dass man das Grab bewache bis zum 3. Tag, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen: Er ist auferstanden von den Toten, und der letzte Betrug ärger wird als der erste. Pilatus sprach zu ihnen: Da habt ihr die Wache. Geht hin und bewacht es, so gut ihr könnt. Und sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein. Wir haben in diesem Jahr schon 4 Glaubensgeschwister aus unserer Gemeinde zur letzten Ruhe gebettet. Es ist für uns normal geworden, dass verstorbene Angehörige beerdigt werden. Doch am Karsamstag, da hielt einer Grabesruhe, von dem hatten die engsten Freunde nicht gedacht, dass er überhaupt so schnell sterben würde. Aus den Worten der sogenannten Emmaus-Jünger spricht die Enttäuschung, als sie mit dem Auferstandenen dann auf dem Weg nach Emmaus redeten. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Sie hatten gehofft, dass Jesus der Messias ist. Doch dann war er am Kreuz gestorben. Die Emmaus-Jünger hatten noch nicht einmal geglaubt, dass er auferstanden sei. Sprechen sie doch voller Verzweiflung zu dem neben ihnen laufenden Auferstandenen: Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Wie ganz anders dachten da die hohen Priester. Sie kümmerten sich am Karsamstag darum, dass das Grab bewacht würde. Obwohl es Sabbat war, gingen sie zu Pilatus und bitten um Wachen für das Grab. Sie nennen Jesus Verführer und wollen verhindern, dass ein Betrug kommt. Sie meinten, seine Jünger wären bereit, hinzugehen zum Grab, um den Leichnam Jesu zu stehlen. Pilatus gibt ihnen die Wachen. Und sie versiegeln sogar den Stein. Alles schien perfekt. Betrug war jetzt vollkommen ausgeschlossen. Doch sie haben die Rechnung ohne Gott gemacht. Der hatte schon rund 1000 Jahre vorher seinen Sohn durch David sprechen lassen: Denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger verwese. Deshalb konnten auch die Wachen und auch ein versiegelter Stein es nicht verhindern, dass Jesus am Ostermorgen wieder siegreich aus dem Grab hervorkam. Auch unsere Gräber werden uns nicht zurückhalten können. Nicht einmal die Verbrennung eines Verstorbenen kann Gott daran hindern, ihn am jüngsten Tag wieder aufzuerwecken und ihm einen verherrlichten Leib zu geben. All das darf uns trösten, darf dich trösten, wenn es für dich ans Sterben geht oder wenn du an den Tod eines lieben Menschen denkst. Ja, wir müssen wie unser lieber Heiland Grabesruhe halten einmal. Aber das Grab wird uns nicht halten können. Jeder, der hier seinem Heiland im Glauben gefolgt ist, der wird auferstehen zum ewigen Leben bei ihm. Und damit wir in diesem Glauben bleiben und wachsen, darum kommen wir immer wieder zusammen, um Gottes Wort zu hören, um uns von ihm dienen zu lassen. Und so segne er auch alle weiteren Gottesdienste und auch diesen Tag weiter an uns. Amen.
Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, von dir allein können wir heiligen Mut, reinen Willen und Gehorsam des Glaubens bekommen. Deshalb bitten wir dich, verleihe uns, dass wir das Leiden und Sterben unseres Herrn und Heilandes mit rechter Andacht bedenken und ihm auf dem Weg der Liebe und des Opfers nachfolgen. Herr Jesus Christus, du bist uns vorangegangen und durch den Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wir bitten dich, gib uns, dass wir in deiner Nachfolge bis ans Ende beständig bleiben und durch deine Kraft siegen im Kampf gegen alles, was uns von dir trennen will. Herr Gott, Heiliger Geist, du sammelst die Kinder Gottes aus aller Zerstreuung und erhältst sie bei Jesus Christus im rechten, einigen Glauben. Hilf uns, dass wir in der Gemeinschaft der Liebe und der Geduld Christi gestärkt werden. Lass uns sein Leiden recht bedenken, das Geheimnis seines Kreuzes im Glauben erfassen und die Krone des Lebens erlangen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gehet hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.